Wieder eins von runter. Wieso macht doch alles noch nicht? So, da geht's auch weiter zur Welt 2. Ja. Achso, hier geht's auch weiter. Ach, da geht's gar nicht rüber. Dann gehen wir mal da hoch. Sollten wir so auch hinten oder so? Ja? Wirklich Gebirge, sollten wir auch hinten. Ja, sowas, ja. Ja, Mann. Was waren wir denn noch nicht, die Welt 2? Ja, das ist jetzt Welt 2. Das ist jetzt Welt 2. Diese tolle Aussicht gehört ganz allein mir! Über den Wolken. So, in der Gruppe macht das voll Spaß, glaube ich, online. Wenn wir mit Leuten so spielen, ach, für mich allein wäre es, glaube ich, nichts. Also für mich so. Als Spieler. Ich denke mal, für mich alleine wäre es jetzt schon, gar nicht so verkehrt, ne? Ja doch, unterwegs natürlich super plötzlich, ne? Naja, klar. Wobei ich schon glaube, wenn du jetzt hier so zu, wie wir jetzt hier im Fernseher zu viel spielst, dass schon. Nee, das darfst du nicht lügen. Darf man ja, nicht lügen sagen. Das nicht. Nee, na wohl. Nee. Ich hab mir noch nicht mal was gesagt. Noch nicht. Ich hab ja nicht bereit und so. Dass du da schon viele in vielen Leveln Sachen übersiehst oder halt einfach ja, ist Chaos. Durch die vier Spiele halt viel Chaos ist oder schnell durchgerannt wird oder so. Was dann, ich denke mal, das hast du dann im Einzelspiel oder wenn du zu zweit zockst, dass du da halt mehr so auf Sachen im Hintergrund achtest oder ja, halt, das finde ich aber gut, das ist dann wieder was zum mehrmals durchspielen. Ja. Bei den meisten Spielen waren halt in letzter Zeit so, wie hast du einmal gespielt und dann hast du alles gesehen, dass du an der Seite gelegt und fertig warst. Mhm. Das finde ich jetzt hier dann schon ganz gut. So, willst du vorlesen? Ja. So, wir sind im Wölkchengebirge angekommen. Am Gipfel sollte es einen Königssamen geben. Und das wird keine einfache Reise für mich. Mir wird doch so schnell kalt. Ja, nicht vergessen, dass du dich jederzeit orientieren kannst, indem du älterst. Da hat das Thema wieder. Ja, ehrlich. Übrigens, ich wollte noch sagen. Kannst du es nochmal wiederholen? Ich habe das nicht so ganz verstanden. Bitte am Fuß der Wolkengebirge. Spannend. Hier ist es so kalt. Hallo Prinz Florian. Prinz. Oh. Willkommen im Wölkchengebirge, wo mutige Wanderer sich bis in die schwindelerregende Höhen wagen. Am Gipfel ist es besonders schön. Der perfekte Ort, um laut ins Tal zu rufen. Das gibt ein tolles Echo. Echo. Leider treibt sich im Moment dieser Unruhestifter dort herum. Also sollte man den Gipfel besser meiden. Wir sind verzweifelt. Bitte befreit unseren Berg. Ich gebe euch auch diesen Wundersamen. Bitte, bitte. Nicht mit uns. Natürlich helfen wir. Bestimmt ist es wieder dieser Bowser Junior, der überall sein Unwesen treibt. Klettern wir bis hoch zum Gipfel und holen wir uns diesen Berg zurück und den Königsarm auf. Bitte, bitte. Bitte, bitte. Du sagen, kennst das? Kann ich. Die was mit den Beinen. Ja, weil ich finde das geil, dass die vertont sind. Ja. Okay, lese es noch online. Ja, lese es noch online. Rutschparty im Klatstertal. Klatster! Ich sag mal Mazda. Mazda dreht Kunom Arcade. Willkommen im Stream. Hallo. Hallo. Abzeichen. Ja, heute mal zu viert mit Christoph und Mittelmaß als Gast. Super Mario Bros. Wonder. Gestern rausgekommen, gerade frisch aus der Verpackung genommen. Und jetzt zu vier Mann im Chaos. Nee. Fanny, ich weiß nicht, was du machst, aber so oft lügen wir eben nicht. Nee. Und wir haben das frisch aus der Packung genommen, das haben wir live gezeigt. Ja, ich hab ausgepackt.
Tschüss. Aber danke fürs Einschalten. Endlich ja, ist morgen wieder unsere gewohnte Zeit. Aber das spielen wir auch. Da gibt es dann Stickfight mit der Community. Das wäre das Spiel. Stickfight besitzt, kann man gerne mitspielen. Und sich mit uns kugeln. Hast du schon gestern ausgepackt? Ne, das stimmt nicht. Das haben wir hier aus der Folie rausgenommen. Jetzt fehlt mir das Bouncen so ein bisschen, die Kollision, also damit man da oben jemand hochschmeißen kann. Das nächste Level soll auch vielleicht das Upcycling mit sein, wieder. Ja, von dem Upcycling. Mhm. Da habe ich jetzt auch keinen anderen Sinn gesehen bis jetzt, also. Oh, wo war die oder so denn? Irgendwo unten anscheinend. Das war nie aus dem Lach. Nee. Doch. Mach doch alles einfach kaputt. Ja, ich bin jetzt auch nicht stehen mit der Mütze. Ja, mit dem, wo du es gesagt hast, wollte ich es gerade versuchen. Welches haben wir denn jetzt gerade? Aufrufezeichen. Was? Also das bewegt diese extra Blöcke. Ne? Ja. Mach mal was. Ja. Schön. Das war alles kaputt, Mann. Könnte ja nichts sein. Ja, noch. Oh. Nein, nein. Nur weil du größer bist. Ja, das ist immer geil. Auf jeden Fall kennst du ja für jeden Mann Enthusiasten das Spiel. Ja. Ja. Hat die Titel mal wieder gute gekriegt, ausnahmsweise. Also, ganz sicher dann wieder geschrieben, keine Items. Mhm. Okay. Erstmal machen, bitte. Du bitte. Außenschlängler, wie heißt er denn? Außenschlängler. Im tiefen Schnee, ja, kein Item ist echt übel. Also ganz. Also langsam, zack, zwei. Na, Hauptsache, wir können hier stehen. Das ist richtig. Es schneit. Es schneit. Ich tue keine Frage in der Blöcke. Ja, so viel dazu. Und ich sag, da kann ich auch einsteigen. Es schneit. Was machst du jetzt? In der Runde. Wie gesagt, ganz fern. Herzlichen Glückwunsch. Nach dem Level ist er dann noch die Wadis. Von Mario auch. Ja. Wenn du Möglichkeit keine Alter zusammen hast. Wir leben noch. Ja, ich wollte. Ich dachte erst, das wäre so noch was zum. Ich bin Blubberblasen, Luigi. So Viecher. Niemand nimmt mir meine Größe. Ich hab bestimmt was von vorne, den müssen wir wahrscheinlich leben lassen. Ja, gut.
Hat er fast geklappt? Hat er eigentlich, ja. Ja, gut. Das sieht nicht gut aus. Na, jetzt noch. Er wird mich begraben. So, diese Pack kommen ja gut. Ich sehe sie so oft so verwirrend. Ich verliere mich ständig aus den Augen. Ja, ich mich aber auch. Das ist aber bei allen. Ich versuche mal den Pöhl zu kommen einfach. So geht's mir aber echt bei. Und wen haben wir denn da von Gekko nochmal Karte eigentlich? Sandra, Matthias, beide? Vielleicht später. Hochgeflogen. Ja. Wundersame erhalten. Oh Mann, wer. Warte da unten oben. Ich bin ja noch. Oh, ich bin noch. Ach, du bist ja. Still life. Ach, guck mal, Klassiker. Boom. Mhm. Ich hab mich überhaupt noch im Vorwärts. Auch von dir den Chat zu lesen, fast nicht möglich von der Seite. Ja, das ist auch. Aber oh, yeah. Challenge geschafft und Challenge neu gewünscht von Katzenfern. Ich schaffe doch richtig cool mit den Challenges. Oh. Ich kann es ja dann schon mal give all 500. Das jetzt? So, Katzenfan, was ist deine nächste Challenge? Na, wieder nicht hier Phantom werden. Muss ich direkt die Punkte überweisen? Ja, komm, mach das da genau. Das sieht nach Level aus, wo man nicht zu Phantom werden könnte. Rätsel der Verstecke. Finale Wundermarken, wenn du sie allein nicht finden kannst, such mit zusammen mit Freunden. Versteckten Wundermarken. Ja, hallo! 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 Ah. Guck mal, da gibt es auch bestimmte Blöcke, die man bestimmte Spieler aktivieren können. Noch Münzen. Hm? Ach, da hinten! Ich hab mich gewundert, wo kommt da Pilz raus? Ja, ich bin auch. Aber da hinten ist echt schwierig. Was ist? Doch, noch Pilz. Danke schön! Geht mir nochmal gar nicht! Wir sollten mal die Verhandlung von zurück gehen, ne? Ja. Ja. Wenn der König das nicht will. Geht mir nicht König. Ja. Ja. So aktuell ist es Toilette. Wir müssen doch alle Münzen sammeln, oder nicht? Das ist nicht der Plan? Ja. Ja, wir brauchen diese Blumenmünzen da. Ich habe alle. Juhu! Wir haben noch zwei. Wir haben alle. Nee. Nur noch drei von fünf. Die zweite und die vierte fehlen uns noch. Dazwischen ist ach, da hab ich nicht gesehen. In dem Hintergrund. Mhm. Nicht erkannt. Da oben ist was für mich. Wie soll ich reinkommen? Das ist eine gute Frage. Von oben? Ja, vielleicht mit Landstrom. Mal einen an, uns fehlt nur noch eine. Das ist aber auch kein echter Sprung. Also, ich sehe mich nicht. Ja, somit haben wir die Challenge mal gekackt. Was, wieso? Wir wohnen Geister. Ja, wo haben wir nicht gesehen.
rechts runter vielleicht? Naja. Ob es vorhin noch oben was da ist, Emo. Retro Nummer Karte, sag mal, seid ihr beide gerade vom Bildschirm oder nur Sandra, nur Matthias? Oh yeah. Da friert man an. Hm? Da, achso, gerade auf dem anderen Bildschirm friert vor einer. Da schaut grrr. Achso. Vielleicht war er auch nur. Was hat er denn plötzlich entdeckt? Dunkel und funkelnd kalt. Dark and fucking cold. Beide und Kevin zufällig. Ja, dann Grüße. Hallo. Dann schöne Grüße. Ja, ich bin nicht. Das ist gut so. Achso. Ja. So hart warst du doch. Da wäre die 1. Ja, ja. Aber du bist doch König, warum will ich auch? Achso, vielleicht war hast du hier die Ding, das Menü geöffnet. Also endlich. Da brauchst du aber Schutterrasse drücken oder so, ne? Ein Abzeichentest, dann der auch vielleicht ein Abzeichenwechsel, ne? Der brauchst du ja nicht, beim Abzeichentest, da hast du ja automatisch. Punkt 2. Springe an die Wand und drücke dann B, um einmal direkt nach oben zu springen. Okay. Ja, ich dachte, das können wir mehr in Folge machen oder so. Ja. Also einmal nach oben spielen, beim zweiten machst du dann diesen Absprung. Hä? Okay, komm mal wieder mit uns alle mit. Aber unten ist es so. Deswegen kriegen wir hin. Ah! So! Den Zahner geschafft. Wer ist Mario? Ich warte hier einfach auf euch bei eurer Sendung. Geh doch einfach weiter. Wir haben schon schönes Video von vorher. Das sind ja Challenges. Wir sind jetzt gerade nicht mehr. Das war einer richtig, wer war da mit Vorpassen? Alter, dieser Wandsprung, das ist echt ungewöhnlich. Wenn er so gewöhnt ist, dass der abspringen würde, jetzt mal einmal nach oben. Ja, guck mal, der ist natürlich so weit unten. Oh. Dieses Spiel ist echt Chaos. Ja, nein, sorry, häufig. Ich werde gespawnt mit der Luft und ich bin einfach König, der ganz nach unten fällt. Oh ja. Oh Mann. Katze-Fan, ja, wissen wir. Du brauchst uns da nicht dran erinnern, da achten wir schon mal auf. Danke. Da können wir es noch hin? Wenn nicht so Chaos wäre. No. Ich bleib hier stehen, einfach mit der König, ich will nicht runterfallen. Das ist jetzt man kann als Boost nutzen, außer dem, den man da getroffen wird, als Glas oder? Also wir werden viel Leben verlieren. Oh ja, wollen wir das rein im Spiel? Also jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch ein. Oh nein, wieso bin ich jetzt König? Sorry. Aber das ist doch eigentlich ein Level, was du nach deinem Geschmack ist, oder Andi? Schon. Also, wenn ich nicht den Überblick verlieren würde, wäre das wahrscheinlich auch sehr cool. Das Problem ist, weil diese Kohle, das finde ich am Wechsel ist, verlierst du schnell den Fokus, weil die Kamera dann auch einfach mit deiner Figur nicht mehr weitergeht. Und das ist schon.
die wechselt ja natürlich gerade das Gefühl, wer gerade aber wer am höchsten gerade springt und du kommst dann halt nicht vorwärts, weil die Kamera einfach nicht mitzieht in dem Moment. So, jetzt habe ich die Krone. Guck mal, ja, toll, jetzt hatte ich die Krone auf einmal und ich bin gespawnt. Ne? Einfach nicht mit. Ja. Ach, die Krone hat mich berührt gerade. Das ist echt gerade Willkür. Und das jetzt mal. Nee, willkürlich, es kommt einem willkürlich vor. Ich komme da einfach nicht hoch. Ich weiß, wie es geht, aber ich komme da nicht dran. Das ist ja. Warum geht das? Nein! Ja, sehr gut. Das war so ein Test, muss man sagen. Aber den alleine macht es ja einiges einfacher. Denke ich mal. Das ist ja. Das war der härteste Test in dem Moment. Getränk? Nee, meine Dampfer, ich hab meine Wurst. Ja. Du, vier erwachsene Leute, wie bestellt und nicht abgeholt. Willkommen im Stream, Mr. Coolman. Hallo, Mr. Coolman. Hallo. Hallo. Oh. Haben wir noch wie viel Leben? Pizza, ne? Ja, okay. Ah, Leben brauchen wir uns, glaube ich, keine Gedanken machen. Wir haben gar keine verloren. Danke fürs Einschalten. Ach, den Test keine verloren? Nee. Das ist ja schon mal gut. Ja, es hat ja immer einer von uns belegt. Irgendwie. Oder? Oder nee, ich bin zwei, dreimal schon ja, einfach in die Luft gestorben, weil das Bild war oben und da war jemand von euch weg und dann puppt doch. Was kann das Spiel? Ja, es ist also zu viel sehr chaotisch bis jetzt. Also Laufen ja. Und Springen habe ich mitgekriegt. Ja, es ist ein Mario-Spiel, definitiv. Aber es hat schon ein paar andere Ansätze. Man merkt auch, dass Nintendo da irgendwas mal versucht hat, ein bisschen anders zu machen. Auch den Synchronsprecher gewechselt. Ja, gut, der ist bis jetzt nicht wirklich ins Gewicht gefallen. Nee, gut. Also, oder hast du jetzt schon was festgestellt? Ich muss ganz ehrlich sagen, bei dem Chaos höre ich nichts. Wir. Ja. Angriff der Schließfächer. Okay. Also, was sind das denn für Spiele? Einsatzreiche Gegner auf jeden Fall. Das Design auf jeden Fall, das ist wirklich gut geworden. Ja. Auch Ideen vor mit den ganzen Abzeichen. Was ich auch interessant finde, ist halt einfach, dass auch alles gut erklärt wird. Ja, okay, das ist sehr gut erklärt hier. Zu oft erklärt hier. Ja, das zu oft, das ist ja auch Nintendo Standard. Ich frage mich nur, wann wieder die Frage kommt, die Erklärung kommt, dass wir auf der Welt Karte älteren müssen. Ja. Also, ja, es kommt erstmal, es ist ein bisschen oft, also. Das haben sie, da sind sie sich leider treu geblieben. Es kommt sehr oft sehr viel dasselbe erklärt. Ja, vor allem das damals war es noch klein gemacht. Jedes Mal, wenn du ein Item eingesammelt hast, hier zum Beispiel mit dem Deko-Stick oder so. Ja, dann erstmal die fette Erklärung, wie man den benutzt. Und, das ist schon. Ich darf auch nicht vergessen, an welche Hauptspielerschaft das echt ist, oder? Nein, nee, das ist ja okay, aber. Ja. Wenn ich meinen Netz das Spiel spielen sehen würde, würde ich auch uns sehen. Sorry, ich bin da jetzt irgendwie. Ne. Ich bin nicht drauf gelatscht. Alle tot, was? Alle tot. Tot. Ja, alle tot. Alle Kinder sind tot. Ja, es gibt. Was cool ist, finde ich, ist diese Abzeichen-Option, dass man, wie jetzt hier zum Beispiel diese Fallschirmmütze hat, dass man bestimmte, ja. Fähigkeiten an- und abschalten kann vor dem Level, wenn man das jeweilige Abzeichen hat. Also
zum Beispiel, gerade hat man Abzeichen eingesammelt für Wasserlevel. Da haben wir dann so einen Delfin Schwimmmove gehabt. Jetzt sind wir auch runter. Nein, ich hätte jetzt erstmal auf die Bett da unten gewartet, dass wir alle wieder ein bisschen zusammen sind. Ja, aber zu viel, es ist schon chaotisch. Und was gut ist, ist halt, dass die Kollisionsabfrage auch weg ist. Aber ich finde es auch gut, dass sie mal endlich mal ein neues 2D-Ranger mal von Mario rausgebracht haben. Nun war ich heute, ne? Challenge. Sicher, dass du nichts gesehen hast? Den Vogel da hätten wir bestimmt gebraucht. Ach, hast du doch gefällt. Oh, was ist denn jetzt? Was dauert an sich? Dann komm, du König. Wir haben nur 2 Minuten Zeit. Ja, bis jetzt ist der Zeitmangel nicht wirklich relevant gewesen. Das ist jetzt lustig. Das erinnert mich ein bisschen an Kompa. Das Spiel. Hey, so, du ohne Knappen. Warte, du bist wirklich das Messen, Vogel. Ja, nicht kaputt hauen. Komm, du Vogel. Was ist denn jetzt mal drin? Die ganze Zeit schützen. Jetzt haben wir keine Defense. Oh, alle. Sind alle gestorben. Wollen wir das empfohlen ausprobieren? Achso, da unten steht's empfohlen. Ich habe mich schon gut an, wo ist denn empfohlen? Was ist das jetzt? Achso. Das ist das erste Mal, dass wir alle gestorben sind, wa? Ja.